Oh Gott! Zwei? Mach den Schaden! Studio 1? Wow. Ist da wer noch? Mashallah, hab ich mir eingekackt! Ist da wer noch? Studio 1? Ach du Scheiße! Das ist eine reine Kopfsache. So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir werden heute den alten Opa im Rollstuhl aufsuchen und seine heftigen Challenges machen. Bevor wir das aber machen, gehen wir einmal auf die Kommentare ein. Die letzte Folge war irgendwie die erfolgreichste Folge seit ganz lang. Also erfolgreicher als das große Finale. Habe ich gar nicht gecheckt. Ich meine, letzte Folge, was waren da? Wir haben da den langweiligsten Drachen auf Erden besiegt, so. Aber gut, das hätte eigentlich der Titel sein müssen. Egal, gehen wir auf Kommentare rein. So, ich war ja mega verwirrt bezüglich der vier großen Seelen, die man ja braucht, um durch die Tür des Shrine of Winter, also im Winterschrein, zu treten, um dann nach Drang Lake Castle zu gelangen. Man kann ja auch durch diesen Schrein, indem man ein Soul Memory hat von 1 Million, das heißt, indem man während des Spiels 1 Million Seelen schon gesammelt hat, was ja bei mir der Fall war. Aber es gibt da halt diese weirde Seelensache bei Freya, die hat mich einfach mega irritiert, weil man wenn man jetzt nicht Memory Soul Level hätte von 1 Million, bräuchte man halt die vier großen Seelen, so, die da wären, von der Sünderin, vom Eisenkönig, von diesem Nito-Verschnitt, hier die Gulaschkanone laufend, und dem Pale Drake, ja. Und bei der letzten Pale Drake, diese Seele bekommt man ja gar nicht, sondern man umarmt sie nur. Nachdem man Freya geklatscht hat, die Spinne. Oder Freya oder Freya. Und man hat das dann auch nicht im Inventar. So, und was ich dann gemacht habe, ich habe angefangen zu googeln und in beiden Dark Souls Wikis ist es mega irritierend auch beschrieben, weil, das muss ich eigentlich mal zeigen, The Old Ones Dark Souls 2, weil beispielsweise, ja, hier genau, das sind die beiden Wikis. Oder anders. Hier, nehme ich noch besser. Ich habe erstmal Shrine of Winter oder so eingegeben. Oder Winter Shrine. Ich bin Dark Souls 1. Lol. Ich bin im Dark Souls 1, Wiki. Pass auf, Dark Souls 2. Shrine of Winter, Digga. So, genau. So, hier steht, weil ich wollte mich vergewissern, einfach nur aus Interesse. Nicht, dass ich es nötig hätte. Hier steht übrigens nochmal die Souls, die required werden. Hier steht, dass man durch den Schrein durchgehen kann, beziehungsweise das Tor sich öffnet, wenn man die vier Old Souls und die vier Primal Bonfires entzündet hat. So, wenn ich jetzt auf Old Souls klicke, kommt Error? Ne, doch nicht. Cool, genau. Alles gut. Und hier steht jetzt nochmal, The Souls of the Rotten, The Lost Sinner, Old Iron King and Duke's Dear Freya. Also hier steht, man braucht die Seele von Freya, also nicht die am Boden liegende, die man umarmt. Stimmt ja gar nicht. So, dann gehe ich jetzt hier auf die Old Souls, welche die denn sind. Und dann steht hier, das sind die Seelen, die man in NG Plus bekommt. Und da war ich halt völlig verwirrt. Also es ist so bescheuert. Das Ding ist, was man wissen muss, wenn ich jetzt hier auch Asketenleuchtfeuer entzünden würde oder in NG Plus gehen würde, dann geben diese Bosse, die vier, eine zusätzliche Seele. Und zwar die der Old Ones, die es auch in Dark Souls 1 gibt, also die Fürstenseelen. Und die haben das hier einfach voll vermischt. Also es ist so irritierend.
Also eigentlich ist es so, du klatschst den Eisenkönig, die Sünderin, die Gulaschkanone, Freya. Bei Freya musst du halt die Seele am Boden noch umarmen. Ist auch mega weird. Was heißt das denn überhaupt? Und warum hat man es nicht im Inventar? Oder vielleicht hat man es doch. Nur zu dem Zeitpunkt hatte ich die anderen zwei noch nicht. Müsste ich nochmal überprüfen. Aber es, also, und dann ist im Wiki alles mega lost geschrieben. Also ist ja ultra weird und ja. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt einfach diesen, es gibt halt in NG Plus nochmal diese Zusatzseelen. Und das wird halt hier voll vermischt und falsch verlinkt oder irrtümlicherweise verlinkt oder whatever. Total. Also wenn man sich als neu, also als jemand, der Blight Dark Souls 2 spielt, belesen will, ist man ja komplett aufgeschmissen gewesen. So. Ist ja okay. Die eigentlich große Seele, hier schreibt Elaine Saram, die eigentliche große Seele des Drachen hast du umarmt. Das reicht als Seele. Hattest quasi drei große Seelen zum Zeitpunkt? Stimmt nicht. Denn die eigentliche Seele, wie du gesehen hast, bekommt man erst später mit der Möglichkeit, in Erinnerung zu reisen. Die von Freya war keine große Seele. Stimmt. Also, ich bin durch den Winterschrein gegangen, weil ich 1 Million Seelen auf dem Konto indirekt hatte. Die großen Seelen habe ich erst später gesammelt. Also, ich hatte schon welche, aber noch nicht alle. Ich glaube, 2 oder 3. Okay, so, nächster Kommentar. Danke für das tolle Projekt. Freue mich auf jede Folge. Vielen Dank. Exploding Core. ein spoilerfreier Vorschlag für die letzte Folge. Nachdem du alle DLCs gemacht hast, kannst du mit den Kronen, ne, die Kronen aus den DLCs, zum Erinnerungs-Vendrick zurückkehren. Also der da traurig rumhockt in seiner Erinnerung. Den wahrscheinlich ansprechen. Anschließend Hüllen-Vendrick klatschen und dann ein Asketenleuchtfeuer vor Nashandra verbrennen. Das ist das Feuer beim Raum mit den vielen Ruinwächterbossen / Golemtüren. Right. Dann kannst du den letzten Bossfight nochmal machen für das wahre Skull of the First Sin Edition Ende. Also dann kommt Aldia und so. Mega gute Idee. Mega gut. Dann haben wir einfach 2 Enden, falls es geht. Vielen Dank. Sebastian Lang hat nochmal gesagt, ja, brauch nicht 4 Urseelen. Reichen auch 1 Million. Normale. So, der Salat. Bonusboss. Im ersten Thronsaal von Schloss Dragonlake, dem mit den 2 Stühlen, gibt es tatsächlich noch einen Bossfight. Freischaltbar durch Nutzung eines Asketen-Leuchtfeuers beim Königstor-Leuchtfeuer. Das erste in Dragonlake Castle. What the fuck? Cool. Könnte man nochmal mitnehmen? Ich schreib's mal auf. Die Frage ist, ist das so, weil dort erst ein Boss in NG Plus wäre? Oder ist das generell nochmal ein Kniff? Ja, wahrscheinlich sowohl als auch. Oder ist der in NG Plus nicht? Sondern nur durch diese... Nee, ist eigentlich Quatsch. Egal. Also. Boss. Thronsaal. Ich glaube, würde ich nicht dieses Format hier haben mit den Strafen und allem, wäre ich tatsächlich... Ich habe ja so viel Asketenleuchtfeuer angesammelt. Ich hätte die... Also würde ich jetzt privat zocken, hätte ich ultra viel mit denen rumgespielt, tatsächlich. Eigentlich schade. Aber das ist dann wieder mal der Kompromiss. So, Blackfire GG, zu deiner Frage bei 3029, ob es sich lohnt, den Henkerswagenboss im NG Plus durch Asketenleuchtfeuer zu machen. Ja! Auch jetzt lohnt es sich definitiv. Zudem fände Blackfire GG es eh cool, wenn ich den einen oder anderen Boss nochmal machen würde mit dem Asketenleuchtfeuer. Gerade die, die ich halt mit Beschwörung gemacht habe. Da muss ich sagen, boah Leute, wir dürfen jetzt nicht... Also ja, kann man machen. Ich finde es jetzt nicht wesentlich und ich würde ungern dann immer wieder irgendetwas finden, was man noch machen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Sondern lieber dann nach den DLCs einen guten Schlussstrich finden, das Ding abrunden, dass es auch cool ist und rund und nicht dann noch so langsam vor sich hin plätschern lassen und lieber abrunden, Ende, nächstes Projekt anfangen. Weil, ne, da sind wir wieder beim Thema,
Ey, ist mein erster Run, ist blind. Ich finde, es ist normal bei einem From Software Game, dass man beim ersten Run einfach auch nicht alles erlebt und macht. Dafür gibt's ja die New Game Pluses. So. Letzter Kommentar von It's Epic. Kleine Side-Info, wenn man die vier großen Bosse, also die bla 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 bla, im NG Plus oder mit einem Asketenläufer nochmal besiegt, bekommt man zu den normalen Boss-Seelen noch einmal zusätzliche Boss-Seelen. Lohnt sich auf jeden Fall, genau. Das meinte ich ja schon, ist übrigens eine Anlehnung an die Fürstenseelen aus Dark Souls 1. So. Opa im Rollstuhl. Einen haben wir schon geklatscht. Also wir klatschen ja keine Opis. Aber der im schwarzen Loch, dessen Challenge haben wir schon gemacht. So, zweite Challenge wäre jetzt, ich glaube, hier? Wir schauen mal. Also nochmal, ja, perfekt. Ist richtig. Also nochmal für alle, die gerade nicht wissen, was gemeint ist. Es gibt diesen Eid, den habe ich auch noch aktiv. Der Finsternis oder irgendwas. Alles ist dunkel. Und den Opi gibt es dreimal im Game. Und der hat so Portale neben sich. Da kann man reingehen, wenn man dem Eid angehört, nachdem man alle drei entdeckt hat. Und bei jeder dieser drei Positionen gibt es quasi eine Challenge, wo man reinteleportiert wird. Die muss man knacken. Das sind so Feuerschalen, die muss man anzünden. Wenn man das gemacht hat, gibt es wohl einen Bossfight. So. Erstmal rüberkommen. Das schneiden wir hier mal alles auf. Oh. Boah, hält aber viel aus. So, hier kann ich doch rüber, ne? Zack. So. Hier rein, oder? Ei. Hier rein? Ich höre Schritte. Da oben. Uiuiui. Nicht, dass der Scheiße baut. So, hier ist noch einer. Ach, Leute, der ist hier rübergerannt. Ach du Scheiße, ich bin ja vollkommen falsch. Ja, ich bin falsch. Hier kann ich gar nicht durch, das ist nur der Rückweg. Was ist da für eine Treppe? Seht ihr die Treppe? Ah, so kam ich erst in das Gebiet, okay. So. Also, die pfeifenden Leute hier. Ja, ich muss von oben da irgendwie rein, ne? War das nicht so? Gucken wir gleich. Da müssen wir hier halt nochmal durchfighten. So, was haben wir denn? Ich mag das hier irgendwie gar nicht. Ich finde das... Ah ja, die kann man ja gar nicht anvisieren. Junge, schlag doch mal zu. Ja, geht doch. Okay, das mit Degen richtig assi. Ohne Anvisieren ist Degen schon... So. Ist schon, ja, eine Nummer. Stückchen. So. Werden die Aggro? Nee, ne? How was it? How was it hier? Ich muss mich reindroppen lassen. Yes. Oh, und unten war richtig scheiße. Okay, warte mal. Hier unten war Alarm. Gucke mal. Ich knie mal ein bisschen vor. Oh. Scheiße, ich höre Steps. Die sind unter mich. Unter mir, okay. Okay, ich glaube, ich drop jetzt einfach rein und werde es irgendwie überleben. Das war hier beide Male, wo ich reingedroppt bin, sehr scary, muss ich sagen. Weil die einfach von allen Seiten kommen und einen mega zusmoken. So, hier ist er. Nee, heavy. Habe ich denn zu ihm hin? Hä? Ist da ein Loch oben? Wie kam ich hier nochmal hin? Da ist ein Loch. Scheiße.
Jetzt ist hier auch wieder der, ne? Eieiei. Er sucht mich immer noch. Der ist ja ultra... Was ist das denn? Okay, ich glaube, ich muss da oben in die Ruine rein. Und da irgendwie mich runterdroppen lassen. So, und wo war der dritte Obi? Der war... Also einer war im schwarzen Loch da. Black Hole. Dann war einer hier. Wo war nur der dritte? Ich glaube, muss ich gleich mal googeln. Das... Weiß ich gar nicht so aus dem FF. Hä, wie kam ich denn da runter? Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkam. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Ich muss das doch wissen. Hä? Wie kam ich da hin? Scheiße. Also ich war da gerade im Raum. Hä? Ich hatte, also ursprünglich hatte ich eigentlich so in Erinnerung, dass ich von außen da rankam. Weil da war der versteinerte Dude und der gibt einem ja den Schlüssel. Und dann kam man da irgendwie... Leute, ich bin total... Also da ist doch ein Loch. Hier komme ich nirgendwo hoch. Da oben ist ein Loch. Ich war da gerade oben, da war kein Loch. Es ist so der Punkt, wo ich mich ein bisschen schäme. Es ist aber auch, also es ist aber auch in diesem Game gibt es aber auch echt viele Sachen, die man sich merken muss. Hier irgendwie? Nee, hier komme ich ja her, das ist die Brücke. Da so, da ist doch das Loch. Aber der hier ist ja noch versteinert. Das heißt, dahinter ist es nicht. Das sah so aus. Es müsste doch hier neben dem Baum irgendwie sein. Ach, komm mir auf. Hier! Oh mein Gott, war das... spannend, die Suche. So, servus. Ja. Hast du inzwischen eigentlich irgendwas Cooles? Ja, oh, gut. Eid haben wir ja geleistet. Menschenbild geben. Mach mal an. Ja, ein bisschen Brennstoff. So. Lol, ich hab Essos Flakon vergessen. Ja, man lässt nach mit dem Alter. So, ja, danke. May the dark. Reicht das? Ja, wird schon reichen. Abfahrt. Also ich muss sagen, letztes Mal, die waren schon, das war schon sehr fies. Das war richtig schwer. Weil es war auch eine fiese Kombo. Der eine wurde nicht gestaggert, weil das einfach nur ein heftiger Typ mit einem riesigen Hammer war. Und der andere war so ein richtig gemeiner Magier von hinten. So, und ich rechne jetzt auch wieder mit dem Schlimmsten. Ich glaube, da könnte man sich sogar runterdroppen lassen. Anyway. Ich glaube, ich werde wieder viel mit Giftpfeilen vermutlich arbeiten. Gott, man sieht ja gar nichts, Leute. Man sieht ja nichts. Ja nichts. Ist es wieder dieselbe Truppe? Das ist ein Magier. Okay, da kommt schon der erste Kollege. Ah, ein Range. Das ist cool.
Oh, anscheinend kommt er jetzt. Warte mal. Scheiße. Geil. Das war sehr gut. Okay, die waren deutlich einfacher. Wobei der eben scary viel Damage gemacht hat. Was geht denn euch vorher? Ich nehme mal eine Pulle. So, und die kommen ja jetzt... Also beim letzten Mal, als ich die besiegt hatte, kamen die nochmal. Oh, hier ist die Schale. Bin ich schon durch. Oder? Ah, ich brauche eine Fackel. True. Wo habe ich es da? Nee, das Reparatur. Nee, doch. Zack. Und zack. Geil. So, das haben wir. Hier haben wir wieder ein Löchlein. Und hier ist ein Hebel für einen Fahrstuhl. Okay. Ich glaube, diese Challenges hier sind jetzt noch nicht das Geile, oder? Das richtig Geile wird dann der Boss. Ey, ihr habt den aber wirklich hochgepriesen, ne? Oh, okay. Also hier ist jetzt das Problem. Ich habe nicht so wirklich einen Rückzugsort. Vergiftet? Sehr gut. So. Halbe Miete. Oh, es ist aber spooky, ne? Gut. Wo lang? Hier? Wieder er hier von Dodo Wars. Nice. Okay. Ja, kann man machen. Ne? Ist ja ganz nett. So, servus. Wo bist du? Fine. Na, Jan, an. Okay, ist irgendwie weird, dass er darauf keine Reaktion gibt, dass ich das geschafft habe. Also, ich kann es auch lassen. The embrace of the dark. So. The dark. Ist ja gut. Wo war jetzt der dritte? Beziehungsweise der erste? Drangleic Castle. Das hier war der erste. Ich hatte es falsch in Erinnerung. Das hier war der erste, den ich entdeckt habe. Dann den in Drangleic Castle. Und dann nachträglich den in Black Gulch. Oder wie das heißt. Hier. Black Hole, sage ich immer. So. Drangleic Castle. Und das. Ja. Und es war der. Und am Boden, wo man durchgebrochen ist. Die alten Knackis verstecken sich ja immer in irgendwelchen tiefen Höhlen. So, warte mal, hier waren doch Leute, die aufs Maul wollten. War doch so, oder? Ja. Aber hier waren doch zwei, oder? Nee? Hm. So, servus. Ja. Kann übrigens auch sein, ich konnte ja den anderen auch noch Menschenbilder geben. Kann sein, dass ich auch dreimal bei dem gleichen es geben kann und immer wieder was anderes kommt. Gut. Mach mal. Gut. May the dark shine your way. Jo. Dann gehe ich mal rein. Und wenn alles klappt, ich weiß nicht, ob danach direkt der Bossfight triggert oder ob man dann nochmal einen extra Teleport bekommt. Dunkler Schlund alter Tage. Jo. Okay. Oh mein Gott. That was knapp. Holy shit. Alter, ist das gemein. Oh, hier muss man springen? Nein.
Das ist meine Schwäche. Oh nein, hier kann ich lang. Oh mein Gott, wie soll ich denn hier fighten? Oh Gott. So, man darf halt... Meine Erfahrung in diesen heftigen Challenges ist, man darf halt nicht... Man muss sehr vorsichtig vorangehen. Siehste? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh Gott. Geh bitte zurück. Geh zurück. Bitte geh. Ich will hier... Oh! Oh Gott. Ey, Mann, ich wusste halt, wenn ich ihn anvisiere, muss ich so aufpassen mit Rollen, weil ich halt instant hier irgendwo aus Versehen runterkuller, weil sich die Steuerung halt nach dem anvisierten Ziel ausrichtet. Ganz tricky. Ich habe jetzt einfach spekuliert, dass er nicht mehr genug Ausdauer hat, um nochmal zu hauen. Ui. Das sieht ja easy aus. Das ist halt so ein heftiger Assassin, Nahkämpfer, whatever. So, vergiftet. Ja, wenn du keinen Range hast, bist du ein Opfer, Junge. Oder Mädel. Sorry. Oh, was machst du? Das war falsches Timing. Zack. Trevor. Leck da hinten rum, ey. Tot. Oh. Servus. Moin. Oh. Oh, shit. D'Artagnan. Jetzt gibt's einen Degenfight. Oh Gott. Rickard. Haha. Das Ding hätte ich auch mal Bock. Habt ihr gesehen, wie der abgegangen ist? Ist schon geil. Okay, also das war bisher, glaube ich, die einfachste Area. Einfach weil die nicht zusammenstanden. Entschuldigung. Bislang war es die einfachste. Da ist... Hier ist der Trichter. Gut, dann machen wir nochmal an. So. Fertig, wa? Bossfight? Ich meine, dahin war eine Nebelwand. Aber... Oh, wo geht's denn hier noch lang? Ach, hier war der Typ. Hier war der Rickard, ne? Rickard-Verschnitt. Servus. Oder? Hä? Wo bin ich? Nee, hä? Doch. Ja, ist richtig. So, jetzt hier lang. So. Loch, Achtung. Manchmal ist heller. Also das letzte Level war noch nicht so hell. Jetzt hier wieder alles recht hell. Hier war doch eine Nebelwand. Jetzt ist die weg. Dann ist es vielleicht wirklich so, wie ich dachte, weil ich... Überleg gerade, eigentlich ist es ja doch rein chronologisch, wenn man jetzt alles richtig macht, wäre das hier der dritte Opa im Rollstuhl, den man entdeckt mit seiner Challenge. Demnach wäre es schon schlüssig, wenn hier die Nebelwand ist, aber was ist, wenn man den hier nicht als drittes gefunden hat? Und dann wären wir wieder bei meiner Theorie, dass man bei einem Opa dreimal das machen kann und es überall, ist egal, bei welchem Opa man das macht, das ist ja irgendwie der gleiche, ne? Der teleportiert sich dann umher mit seinem Super-Rollstuhl. Ne? Das würde bedeuten, dass jetzt der Bossfight dann anstünde, oder? Oh ne, hier kann man sich reindroppen lassen. Never mind. Ah, vielleicht droppe ich direkt rein beim Boss. Ich bin so smart. Oh Gott!
und ran an die Buletten. Oder? Ich dachte, es wird so eine Kugel wie eben. Okay, aber ich habe gelernt. Wenn sie Kugel beschwört, dann macht die Kugel nichts. Ich habe ja die ganze Zeit bei der ersten lilanen Kugel habe ich gewartet, dass sie auf mich zufliegt. Vor allem kam von irgendwo eine andere Kugel. Die hat sie aber, glaube ich, danach geballert. Ich habe es nur nicht gecheckt, weil es so in die große Kugel reinging. Also, große Kugel beschwört sie. Nicht nah ran, dann regnet Scheiße. Egal, also je nachdem, welches Element sie... Oder, ne? Ob Finsternis, Feuer, wahrscheinlich gibt es auch noch Blitz und Gift. Okay. Okay. Ich packe einen Haufen Pfeile, glaube ich, ein. Ja, oder man muss halt wirklich instant weg, wenn sie die Kugel beschworen hat. So, wir sind bei 90 Toten, meine Damen und Herren. Und wir müssen das Rad der Qualen drehen. So. Gab, glaube ich, auch einen Top-Kommentar. Ich glaube, so mit 70 Likes unter der letzten Folge, was denn aus dem kaputten Rad geworden ist. Wir haben jetzt einfach angepeilt, dass wir zu Dark Souls 3 das halt reparieren. Das ist so der Plan. So. Abfahrt! Aber das ist halt eh noch die Frage, wie genau. Da gibt es auch wieder, da gibt's auch wieder eine Umfrage. Würde mich natürlich freuen, wenn da alle mitmachen. Weil ich weiß dann einfach am ehesten, was wer was guckt. Oder gucken will. So. 14. Aktiviere für den Rest der Folge den schweren Alt. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt wird's. Ey, Mann. Oh Gott, das, oh Gott! Das kann jetzt snowballen. Ach du Scheiße. Ich überlege, also durch meinen Kopf gehen gerade Gedanken, wie spiele ich jetzt diesen Boss? Also bisher hat sie drei Attacken gezeigt. Der Laser durch den Boden, der war ja langsamer als mein Opa, ja. Also der war ja super easy zu dodgen. Da muss man einfach nur zur Seite gehen und hat dabei sogar noch ultra viel... Warte mal, ich kann den gar nicht nehmen, weil ich dann ja gar nicht... Wie machen wir denn das? Ich kann ja gar nicht den schweren Eid nehmen. Weil ich ja den Finsternis-Eid aktiv haben muss. Okay, dann würde ich vorschlagen... Gut, also entweder können wir dann sagen... Dann muss ich es halt nächste Folge machen, aber das wäre irgendwie kacke. Also was soll das? Ja, so aus dem Stegreif würde ich vorschlagen. Ich meine, es ist ein Boss und... Danach aktiviere ich deinen schweren Eid. Was schade ist, weil das Witzige war jetzt, oder wäre ja jetzt eigentlich, dass der Boss, der eh schon mich gerade fast geone-shottet hat, quasi, also indirekt, mit einer Angriffsserie, dass der noch viel schwerer wird. Aber das geht ja gar nicht. Könnte ich NG plus 1 irgendwie machen? Nee, ich werde ja dahin teleportiert. Das hat ja kein zugehöriges Leuchtfeuer. Ja, dann sehe ich jetzt keine andere Lösung als... dass wir erstmal den Boss machen und dann schwere Eid aktivieren. Also. Ich gehe jetzt einfach nochmal zu dem hin. Keine Ahnung, ob ich das müsste. Aber er ist auch, glaube ich, am nahesten an dem Feuer, ja. So. Jetzt kriegt erstmal er hier aufs Maul. So. Jetzt die Frage, muss ich das Level... Ihr seid dem Rang tief ergeben und habt einen Rang erhalten. Ihr seid dem Ei tief ergeben. You were special. Aha. There is more dark within you than even you know. Dark is the mother of all. All things were born from it. Verstärkte nachtklingende Seele. May the dark shine. Das war ein Zauber? Aha. Okay. Ja,
Ja, kann ich eh nicht nutzen. Cool. Fein. So. Na, ja. Was gibt's Neues? Weil ich bin ja jetzt geupgradet. Immer noch nichts. Gut, dann. I guess. Is not normally open if you seek the... Ja, 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 mach doch, mach auf jetzt. Übelst der Türsteher einfach. Du kommst nur mit dem... May the dark. Du kommst nur mit dem Menschenbild rein. So, ich würde noch einmal eins benutzen auch. Damit ich bestmöglich gewappnet bin. Übrigens, alle Ringe cool, Outfit cool, lit. So, jetzt die Frage, was passiert jetzt? Spawn ich instant beim Boss? Oder muss ich jetzt das letzte Level nochmal machen? Scheiße. Ach du Scheiße, das ist ja scheiße. Scheiße, scheiße. Den Pfeil habe ich jetzt auch nicht gekauft. Kacke, kacke. Eieieiei. Okay. Oh, er ist weg. Er ist nicht weg. Alles cool, bitte nicht kommen. Ich renne jetzt einfach ganz nach hinten. Der muss so viel kassieren, wie es geht, bevor er zu mir kommt. Hier kann man doch gut fighten. Alter, wie der runtertickt. Ah, jetzt hat's aufgehört. Gut. Ich versuche einfach mal First Hit zu machen. Okay, lief doch ganz gut. Krass, hä, die Respawn? Man kann hier einfach Asketenleuchtfeuer farmen. Geil. Ist jetzt nicht so, als ob ich da jetzt Mangel hätte. Ich glaube, die kann man sogar teilweise shoppen. Nur halt nicht unendlich. Aber ja, interessant. So. Dann mache ich dich jetzt alle. Der staggert nicht. Ach du Scheiße. Oh Mann. Oh Gott! Was ist das denn jetzt? Hör auf! Hör! Ha! Was war das denn, du Vollidiot? So ein Läppen. Okay. Also. Wie machen wir das? Ich mach jetzt einfach mal Feuerpfeil. Guck mal ran auf den Wähler. Oder nee, lieber nicht, ja. Oh, es macht. Ich glaube, Feuer macht mehr Damage gegen die. Oh. Wenn die weiter weg ist, dann leckt die immer so rum, ne? Ah, Dark Souls 2 Gameplay, Leute. Es ist einfach ein Genuss. Ich meine, ich komme mir dabei echt dreckig vor, aber schämen tue ich mich auch nicht. Weil ist ja nicht mein Versagen. Wisst ihr, wie ich meine? So. Wie gehen wir es jetzt an? Also, ich nehme jetzt erstmal eine Pulle. Nehmen wir mal so. Bei 9 ist schon gar nicht so viel. Also. Man könnte sie erstmal vergiften mit dem Bogen. Weil da kann man safe immer mal wieder einen Hit, glaube ich, landen. Ich darf nicht nah an ihre Kugel dran. Ja, und dann gucken wir mal, was sich ergibt, glaube ich. Oder? Was haben wir noch? Eisenpfeile, Magiepfeile. Ja, am ehesten noch Feuerpfeile, würde ich behaupten. Warte, das ist ja, wenn man RT dann drückt, ne? Ja, ja, gut. Okay, wir probieren es wirklich mal mit dem Bogen. Irgendwas noch? Nö, alles gut, oder? Ich meine, ich könnte jetzt hier nochmal Finsternisabwehr. Ja, die ballert ja eher, glaube ich, Finsternis-Spells. Jalla, so. Abfahrt.
Das ist jetzt wieder ihr Strahl, glaube ich. Ja, das ist ja easy. Die Frage ist... Ich vergifte sie leider nicht. Oh Gott! Okay. Das ist ein neuer Angriff. Ich krieg sie leider nicht vergiftet. Das macht mehr Damage. Ja, ist... Oh Gott! Okay, also ein paar neue Sachen hat sie drauf. Oder... Ja doch, finster Schleicher? Nee, er? Ah, jetzt kommt wieder die Bombe hier. Ja, die Kugel schießt Kugeln. Ach, so ist das. Okay. Ach du Scheiße. Okay, der ist tough. Also der ist... Ah, ich kassiere einen. Doch nicht. Wo ist der andere? Da. Gott, okay, wenn der runterkommt, kassiert er. Junge, der ist ja richtig tough. Oh Gott, das war wieder was Neues. Okay, der hat ultra viel auf dem Kasten. Scheiße, mit Arschloch in meinen Arsch. Nochmal. Nee. Shit. Okay, let's go. So tryharden. Ich tut mir leid, dass ich gar nichts sage. Ich muss so krass tryen. Das ist der schwerste Boss in Dark Souls 2 bisher. Scheiße. Scheiße. Ich habe jetzt leider... Oh Gott! Ey! Okay, das ist meine Chance. Ja! Das war mit Abstand der bisher schwerste Boss. Mit Abstand.
Krass. Also in Dark Souls 2. Holy shit. Aber nachdem hat man richtig das Gefühl, was geschafft zu haben, Alter. Das hatte ich ja lange nicht mehr. Okay, was hat der gedroppt? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Eine Seele wahrscheinlich. Na, da. Finster Schleicherseele. What the fuck, Alter. Alter, es ist halt tausendmal schwerer als Nashandra, der Endboss. So. What? Es ist halt so. Das verstehe ich nicht. Aber es ist ja oft so irgendwie bei From Software, dass der Endboss nicht zwingend oder sogar selten der schwerste ist. Also auch bei Elden Ring, wenn man Melania nimmt, ist ja so ein Secret-Boss sogar nur, ja? Ist ja mit Abstand die schwerste. So gut, also Radagon und Elden Beast hintereinander ist natürlich auch fies, aber es ist halt keine Melania, also. Oder bei Dark Souls 1 ist ja der letzte Boss, also. Den kann man ja sogar parieren. So. Okay, ich glaube, ich muss hier runterjumpen. Wäre krass, wenn jetzt einfach noch ein Boss kommt. Einfach gar kein Healing mehr. So, du Opfer. Hä? Ich kann nochmal? Ja. Young undead, you've discovered the truest dark within you. Ja. A deep, deep dark it is. The dark that we must all face. We need the Abyss more now than ever. Xanthus Set und den Zauber Höhepunkt. Du bist eine Enttäuschung. I bequeath these to you. Take them on your pilgrimage. Drachenglocke. Ist wahrscheinlich Klerikerzeug, ne? The embrace of the dark. The embrace. Gut. May the dark. Ja. Okay, also Zauber. Irgendwas mit, ne? Höhepunkt. 30 Intelligenz, 47 Glaube. Mashallah. Das ist ja heftig. So, und? Irgendwas mit X. Hoppala. X. 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 What is das? Grellgelbe Kleidungsstück wurde einst angeblich vom Xanthus-König getragen. Ach ja, hier kann ich es ja nicht benutzen, ne? Kann ich ja nur in diesem Menü. Es ist ein Müll, wirklich. So. Bauchfrei. Das ist ja pottenhässlich. Ja, cool. Ja, danke. Also vielen lieben Dank für diese... Also danke für diese, Belohnung. naja. Dann ziehen wir uns wieder um, I guess. welche... Scheiße, welche hatte ich denn an? Die, ne? Ja. Dann Handschuhe. Hatte ich, glaube ich, die? Ja, oder? Bin mir nicht mehr so sicher. Ja, genau. Bei Kopf ist immer easy. Okay. Ja, wollen wir den mal umbringen? Brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, ist so traurig. Er wehrt sich gar nicht. Ich dachte, jetzt kommen. Do you expect me to just kill over the dark?
Ja, schon. The Dark. Drachenglocke, nochmal. Jetzt habe ich die zweimal, cool. Ja. Opa abgenippelt, Drachenglocke. Eine heilige, drachenförmige Glocke, ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Diese Glocke ruht lange im dunklen Schlund, Digga. Besitzt ja immer wieder edle Reinheit, deine Mutter. So, cool. Ja, der Boss war insane. Bin ich early. Auch geil, der Opa halb tot, schon dreimal reingestrungen. Young Undead, glaubt ihr, ich will einfach umkippen? Zieht so ein Feuerzeug. So, Majula. Jetzt schwerer Eid und... Geil, haben wir das auch abgehakt. Zack. Schwerer Eid. Und mit dem schweren Eid ins erste DLC. Oder wir machen NG Plus Content. Wäre aber auch heftig mit schwerer Eid. Das ist ja quasi NG Plus 2 dann. Quasi. Zum Beispiel Henkers Boss, Henkers Wagen Boss. So. Ja, komm. Och, Junge. Ja. Dreimal musst du ja sagen. Mich über Windows. Bitte. Mal ein paar Ersteine reinstecken in den Ersch. So. Woher habe ich die nochmal? Die haben die Typen im Nebelwald gedroppt oder so, ne? Ne, generell, wenn ich Viecher, glaube ich, während ich den Eid anhab, kille, dann können, glaube ich, diese Ehrsteine droppen. Hatte ich nicht auch mal eine Folge oder hatten wir nicht mal eine Folge, wo wir einfach... Was bringt das eigentlich, was ich hier mache? Also, egal. Eigentlich will ich die nur loswerden. Hatten wir nicht mal eine Folge, die ich aus Versehen noch im schweren Eid fast komplett durchgerockt habe? Unwissentlich. So. Wir haben jetzt 65.000 Seelen. Können wir nochmal ein Level ballern. Und Rest dann in Steine, Schimmersteine oder wie die heißen. Lebensteine, ne? Schimmern da. So. Bearer until. Genau. Wir wollten Geschicklichkeit auf 50 bringen. Und dann wollten wir eventuell Intelligenz skillen. Oh, wir können. Warte, ich gebe noch nicht die Seelen aus. Wir können abchecken. Was? Was die Boss-Seele bringt. Ja. Ich liebe es ja immer da zur Boss-Händlerin zu gehen, Boss-Waffenhändlerin mit dem Federgewand. Liebe ich ja. Da ist es so geil. Da geht man so gerne hin. Hier ist nichts. Richtig? Ey, beim letzten Mal habe ich die Sachen übersehen. Darf mir nicht nochmal passieren. Vielleicht ein Zauber? Wahrscheinlich ein Zauber. Die hat ja nur gezaubert. Jo. Lebensentzug. Krass. Es ist halt die Frage, ob die Seele trotzdem noch beim anderen Händler halt Wirkung hat. Ja. Auch immer so eine Sache. Ich habe da nie im Detail drauf geachtet, aber ist es eigentlich so, dass Seelen zwar manchmal zwei Sachen aus denen gemacht werden können, ja, so haben sein, aber immer nur beim gleichen Händler? Ruhe! Draußen bleiben! Ja, ist alles cool, oder? Nee. Oder? Nee. Ich fand's interessant, niemand von euch hat über die Sense gesprochen. Hat er schon Special Attack? Nee, ist tatsächlich nur der Zauber. Come again, nee. If it please you. So. Dann Abfahrt. Okay, also.
DLC oder NG Plus Content? Ich glaube, DLC kann man so richtig schön frisch in der neuen Folge reinstarten. Ich würde vorschlagen, dass wir NG Plus Content machen. Bedeutet, ist es das Feuer? Bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube, das davor, oder? So, Obi. What is it? Oh. Ah. Ja, ich würde es einfach mal ausprobieren. Also, verbrennen. Abfahrt. Was getan ist, ist getan. Jo. Gut. Ist hier jetzt eine Nebelwand? Ja. Okay, also. Rekapitulieren wir. Da gibt es überall Skelette. Die muss man mit dem Schild deffen. Das Schöne ist, während ich das Schild draußen habe, kann ich auch mit dem Degen zustechen. Cool. Easy. Alle Magier killen. Wenn das getan ist, Gatter runterlassen. Solange immer in die Kämmerchen und dodgen. Das heißt, wir machen den. Es ist jetzt NG plus 2 quasi, ja? Schwerer Eid. Oh, Kacke. Ey, wer hat sich das denn ausgedacht? Ich muss das Leuchtfeuer aktivieren. Aber vom anderen kommen. Was cool ist, weil die Viecher dann davor hoffentlich nicht stärker sind. Aber ist ja schon ziemlich stupid, ne? Ist das das Richtige? Wahrscheinlich nicht. Oder? Ja, das ist falsch. Ja, ist falsch. Nee. Ich glaube das. Das war das unterhalb von der Brücke. Und das Schöne ist, ich glaube sogar, dass die meisten Gegner wahrscheinlich gar nicht mehr da sind. Es sei denn... Guck mal, da liegt wieder ein Item. Anscheinend ist es doch jetzt auch alles NG+. Ja, die sind einfach wieder da. Scheiße. Hä, also ich muss das andere Leuchtfeuer... Das ist ja weird. Das macht ja nicht so viel Sinn. So. Fackel. Gut. So, jetzt kommt der Dicke. Jo. Einfach two-hit. Geil. Ja, vielleicht ist auch nicht NG+. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier alles schon 10-mal geklärt. Aber vielleicht auch nicht. Ich meine, ich bin ja häufig gestorben. Aber... bin ja echt häufig gestorben. Oh, doch, das sah sehr stark aus. Oder? Oh Mann, das sind echt die miesesten Gegner, muss ich sagen. Die sind halt schon echt eklig. Einfach, weil die so viel aushalten. Das ist so krass. So, hier kann ich, glaube ich, durch. Einmal kam der trotzdem. Auch mega random. So. Herunter, bitte. Ja. Ey, was machen die an Schaden? Na klar, der mitstimmt mich, während ich einfach... Was? Alle drei? What? Das war einfach noch nie so. Noch nie. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Das ist ja ultra stupid. Ah! Hä? Hä?
Leave me alone! So. Jetzt wird zurückgeschossen. Die können keine Leitern gehen. Oder? Warum kamen da alle an? Was ist passiert? Was mache ich jetzt? Ich könnte einfach an denen jetzt vorbeirennen, in den Bossraum rein. Da kommen die ja nicht hinter. Ah, man kann interrupted werden. Das ist sehr risky. Nee, ich muss hier irgendwie versuchen zu machen. Hier kommt doch auch immer einer, oder? Okay, die haben richtig Bock auf mich. Die haben ja ultra Bock auf mich. Die rennen hier einmal ganz außen rum. Jo. Ich visiere ihn an und er schlägt vorbei. Habt ihr es gesehen? Ich visiere ihn an und er schlägt vorbei. Es ist einfach, das ist schlimm. Ja, es ist wie bei den Großschwertern. Oh, ist das frustrierend. Das war ja alles gerade Kacke. Das war ja alles Kacke. Was war das denn alles gerade? Hä? Warum kamen die zu viert? Warum wollten die mich komplett auseinandernudeln? Und warum schlägt mein Charakter an denen vorbei? Also das weiß ich. Das ist halt diese dumme Mechanik in Dark Souls 2, dass man halt nicht in Richtung drücken darf, während man den Gegner anvisiert hat, weil sonst schlägt man in die Richtung. Warum visiert man Leute an? Das ist doch ultra dumm. Naja. I mean, ich weiß es eigentlich. Aber ich hatte damit sehr lange kein Problem mehr. So, 91, Leute. Mensch, ist ja lustig, ne? Ist ja lustig. Scheiße. So. Die Nummer 1. 15 Minuten Wäscheklammer ins Gesicht. Meine hässliche Fresse. Naja. Cool. Verdient. Ne? Also, glaubst du? Ist ja einfach nur frech. Wie random, weil das alles war. Wie kacke ist dieses Spiel? I mean, ich habe die Strecke in meinem Leben viel zu oft gemacht. Viel zu oft. Und es passiert einfach beim 80. Mal etwas, was vorher noch nie passiert ist. Es ist ja einfach nur schlimm. So, Timer. 15. Cool, ich freue mich. Mensch, Freunde. So. Auch geil während Heuschnupfensaison. Ich mach mal Lippe. Nee, das bräuch ich. Hier unten hatte ich, ne? Hatte ich nicht letztes Mal hier unten mal? Oh. Wäre ein Risiko, was ich eingehe. Vor allem immer, wenn ich rede. Ist ein Risiko. Ist vielleicht dumm. Augenbraue mal. Ich habe ja immer Nase gemacht. Über den Winter. Aber während Allergiesaison werde ich sterben. I would die. Oh, oh. Okay, Augenbraue ist, glaube ich, mit am schmerzhaftesten, einfach weil die Haut da massiv dünn ist. Massiv dünn, versteht ihr? Backe hatte ich jetzt. Ja, bin ich gut mitgelaufen. Machen wir mal. 15 Minuten. Dass er mich noch hittet, ist so frech. Oder? Junge, ich hasse dich. Der Boss ist nicht mal das Schlimme. Würde ich sagen. Also wirklich. Der Weg dahin ist das Schlimmere. So.
Der Dicke hier sieht tausendmal gefährlicher aus. Ist einfach ein Two-Hit. Hallo! Junge, er visiert einfach ab in dem Moment, wo ich schießbereit bin, weil der Gegner zu weit weg ist. So. Wie falte ich die? Ich glaube, ich muss die einfach gut dodgen. Da führt nichts dran. Vorbei. Oh, Feuer sehr effektiv gegen die. Alter! Ha! Ha! Sehr effektiv. Sehr, sehr effektiv. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Haha, das wird teuer. So. Equippen wir. Die Feuerscheiße. Benutze ich viel zu selten sowas. Hier. Weh, ich habe kein Feuer. Magie, Blitz, Feuer. Warum ist das schwarz? Ich erwarte, dass das rot ist. Naja. So. Wir sind cocky und dodgen den. Ich hoffe, das passt. So. Was ist hier passiert? Er springt einfach random runter. Es ist so eine Frechheit. Es ist so frech. Das wollte ich gar nicht. Heule gleich. Ah! Mann, jetzt stehe ich so nah an der Wand, dass ich nicht sehe! Dieser. Wenn das Item nicht gut ist, ich werde euch deabonnieren. So, mein Geburtsjahr. Ich würde behaupten, also das sind wirklich meine Yu-Gi-Oh! Monster aus Dark Souls 1, sind die Typen hier. 11. Ja klar, die Waffe ist hier gesperrt! Geil! Au! Oh, scheiße! Ja, geil! Von dem man da? Was haben wir noch? Hör mal! Hier! Sense des Verlangens! Oder? Ich habe meine Seelen gar nicht eingesammelt. Naja, passiert. Passiert dem Besten. Ich hasse alles. Also, wir können Rickards Degen pushen. Wir können Sense des Verlangens upgraden. Wir können mal gucken, was man dafür überhaupt braucht. Ja? So, pass mal auf. Fossiler Drachenknochen. Ja, habe ich nicht hier noch. Habe ich nur 4. Aber ich habe noch was auf Lager. Was haben wir denn noch? Was springt mir denn ins Auge? Was hatten wir noch? Geschicklichkeitsmäßig. Was hatten wir denn noch? Das Ding könnte ich mal gucken. Wobei. Oh Gott. Rickards Degen. Hab ich nicht. Ach ja, ich hab den normalen Degen noch.
und Spinnenseide. Ey, wir spielen Spinnenseide. Wir spielen jetzt mal Spinnenseide. Ist natürlich sehr ähnlich, ne? Aber mit plus 5 ja, glaube ich, auf Max-Stufe, richtig? Weil das ja mit fossiler Drachenknochen verstärkt wird, right? Wo sind die Degen? Hier? Ja, ist nicht aufgeführt. Ist auf Max-Level. Und das Besondere an der Spinnenseide ist, die vergiftet. Nee, tut sie nicht. Hä? Ah, Skorpionstecher vergiftet. Aber was war dann an Spinnenseide krass? S-Scaling oder was? ...131 dazu. 118 dazu. Ja. 111. 110 dazu. Es ist ja einfach nur... ...ist ja einfach nur Kacke, das Ding. Also... ich brauche halt viel Geschicklichkeit, dann wird es irgendwann besser, aber... ...ja, dann wahrscheinlich sogar eher den Degen. Also, I mean, ne? Aber habe ich nicht irgendwas... Ja, doch. Ich glaube, ich bleib da drauf. Ja. Mein Kappen-Degen-Repertoire, Leute. Können Sie eine Scheibe von abschneiden? So. Jo, ich frage mich, ob wir das heute schaffen. Bin ich ehrlich. Ich hab's. Ich hab's. Ich weiß, was ich jetzt mache. Das ist auch cool für euch ist. Pass auf. Ich mach da Feuer drauf. So. Ich habe überlegt, oh, jetzt einfach wieder einen Degen nehmen, ist ja irgendwie auch wack. Lame. Die Bestrafung ist ja auch ein bisschen dafür da, dass man vielleicht sich umorientieren muss auch mal. Ne? Yes. So, I mean, ist immer noch ein Degen, aber da haben wir mal eine Feuerwaffe. Ist doch cool. Nur langsam zieht's. Es zieht richtig. Anyway. So. Ah, jetzt sitzt du mal richtig. Durchdringen. Ah ja. Be gone. Hier, was ist denn? Ich habe nichts mehr. Ja, eine Drachenreiterseele. Schmutz. Gut, mehr ist der auch nicht wert, der wäre so easy. Ja, ist ja gut. So. Ey, Damage geht schon gut runter, ne? Aber gut. Ja, ist ja gut. Also, macht schon. Ja. Let's have a look, Digga. Ne? So. Cool. Mensch. Jetzt bin ich mal gespannt. Servus. Ich meine, das Hauptproblem ist einfach, dass die 10 Milliarden Damage machen. Und viel zu oft treffen. Da bin ich wirklich nicht gut drin. Also, ja. Ach, es ist einfach... Es ist ein Graus, wirklich. Die sind scheiße. So. Specki. Ja, der ist nicht empfindlich gegen Feuer. Aber die Typen, dann ist schon worth. So. Ja, den kann ich einfach ja mit dem Bogen machen. Ist ja, also der ist ja wirklich ein Opfer. Also jeder zweite staggert ihn. ...516, ein Hit. Das ist, glaube ich, mehr als Feuer, oder? Als Feuer, versteh... Junge, greif ihn an! So. Pass auf. Ruhig bleiben. Ich schalte... Also das Ding ist, ich war auch eben... So, jetzt bin ich fokussiert. Ich bin aligned.
Ich bin im Reinen mit mir selber. Ich werde den einen Typen da jetzt machen und darauf trauen, dass die anderen nicht kommen. Was dumm wäre, weil die random kommen können. Nein, ich werde ihn hier rausbaiten. Ich werde einen von denen mitnehmen. Gut. Komm bitte runter. Ich warte jetzt. Ich hole nicht meinen Bogen raus. Jetzt gehen wir spazieren. Wie aggressiv der einfach ist. Aggro. Es geht bei dir. So. Alles cool? Gut. Und den werde ich jetzt outplayen. Oh yeah, Feuer! Yo! So, nächster. Das lief gut. Oh, ich hab Schiss. Soll ich den sicherheitshalber machen? Nee, ich muss den nicht machen. Alles gut. So, die mit Peitschen sind easy, weil die kann ich mit Schild blocken. So, ich sehe im Hintergrund die anderen. Voll gut. Jawohl. Fokus, Konzentration, Henno. Der. So, der hat wieder einen Stab. Und den werde ich jetzt hier machen, weil ich glaube, die triggern nicht. Sonst werden die schon getriggert. So, outplayen. Oh, ihr staggert auch bei Feuer. Nice! So. Nächsten lasse ich runterspringen. Ah ja, hier ist wieder das komische Fab-Geräusch. So. Oh. Schiss, dass er hinter mir kommt. Nee. So. Feuer it is. Feuer. Feuer. Die sind so scheiße. Ich hasse die. Hör ich. Nazguls für Arme, Alter. Ey, Ringgeister. Bist ein scheiß One-Hit. Arschloch. So, Leute. Henkerswagen, scheiße. Ich glaube, Feuer ist auch generell gut gegen Undead. Würde nur Sinn machen. Ist in jedem Scheißspiel so, ja? Oh, kommt jetzt wieder ein Invade? Nee. Da stand doch Karl-Heinz Dieter vor. Was ist mit dir? Kommst du jetzt mal hoch? Nicht? Ach, da! Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße. Schwerer Eid, NG+, immer noch im Hinterkopf haben. Der Typ ist ein Problem. Ja, ich muss irgendwie... Das Problem ist, die sind halt auch zackig. Also, ich muss halt die Schläge dodgen. Aber dann auch abchecken, dass ich... Da! Guck mal, wie schnell der zuhaut! What?! Er hat das Gefühl unendlich Ausdauer und wird nicht gestaggert und... Es lief jetzt auch zu lange zu gut, ne? Mir fällt gleich die Backe ab. Oh, danke. So, jetzt schön juicy für euch. Spaß, 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 Spaß! Ich muss alle Dreckstypen nochmal machen!
Peitsche. Da war ja klar. Hallo, hier ist Henno aus Studio 1. Bitte kommen. Hallo, hier ist Kata 7. Over. Oh, das ist so random. Jo, bitte peitsch mich aus. Ende. Alles klar, ich schick meinen besten Mann. Over. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, es macht Spaß. Also das ist wirklich mein Lieblingsgebiet. Das ist mein Lieblingsgebiet mit meinen Lieblingsgegnern. Ich habe hier viel Spaß. Schön, dass ich hier den Boss klatschen soll. Ich mache das gern für euch. Also es ist geil. Am besten noch... Ah, ich sollte aufhören rumzuheulen. Hallo Adi. Hallo Max. Oh, welche Ehre, Kata 1. Ich möchte es, also wir machen immer auf dem Rücken. Okay. Ich glaube, sie safe ist die Nummer. Und nach eigenem Ermessen. Okay. 1, 2. Es war so klar. Ich wusste, dass das passiert. Allein wer zählt runter? Niemand. Niemand, der so einen Blick hat, zählt normal runter. Ja, vielen Dank. Kata 1, meine Damen und Herren. Da war jetzt hier auch zu lange nichts los, muss man auch sagen. Ist ja auch für die mal wieder schön. So. Ich werde das... Es ist auch so frustrierend. Wir haben jetzt noch 7 Minuten oder so. Ich werde das halt safe... Also... Wie soll ich den Typen killen mit dem fetten Schwert? Wie soll ich das machen? Der hat unendlich Ausdauer, schlägt schneller zu als ich mit dem Degen. Und two-hittet mich. Er two-hittet mich. Mit dem Bogen, richtig. So, ich versuche jetzt einfach nochmal konzentriert. Dann muss ich das nächste Folge nicht machen. Das ist so dumm. Ich muss nächste Folge eh wieder den ganzen Weg machen, weil ich ja den schweren Eid ausschalten werde. Okay, kann ich noch irgendwas Sinnvolles anderes machen? Ja! Pass auf! Das geht schnell. Ich habe die Idee. Königstor. Asketenleuchtfeuer, rein in Thronsaal, Bossfight, jetzt schnell. First try. NG plus 2. 3, 80. Ist das das Richtige? Ist das das Richtige? Müsste. So. Whatever. Whatever. And ever. We'll be together. Ihr scheiß Loser, ey. So. Okay. Bin gespannt, Leute. Ich hoffe, ihr lügt nicht. Aus. Er schneidet schleißfrei. So. Ah, der hat einen Gegenstand gedroppt. Oh, den habe ich ja noch nie gesehen. So, Herr Kanzler. Die Tür ist einfach zu. Ja. Aber da ist keine Nebel. Welcome, our guests are tell me. Gut. Ja, nee. Gone so soon. Be safe on your travels. Ich überlege gerade, meine Seelen einsammeln, aber ich scheiß da drauf, wirklich. So, Abfahrt, yalla. Ackermatch 1-1. Oh mein Gott, Scheiße. 2! 2! Junge, niemals!
Mach den Schaden! Junge, was? Ihr Scheißtypen! Das ist echt mein Erzfeind. Ihr seid mein Scheiß. Die hauen alle. Beide? Nein. Nein, komm bitte wieder. Hä, warum geh... Warum? Hallo, könnt ihr bitte wiederkommen? Liebe Verfolgerlines. Hallo. Vielleicht muss ich reloaden. Also das Gebiet. Nochmal hinsetzen, you know. Junge, habt ihr gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? Der hat mir 3/4 Leben abgezogen mit einem Schlag. Die sind zu zweit und haben Rush Attack. Also, Charge Attack quasi. Also, das ist doch dumm. Hä? Wie soll ich das denn machen? Und ich stagger die ja nicht mal. Ist ja... Gut, vielleicht ist auch Feuer gegen die schlecht. I don't know. Also, ich sehe nicht, wie ich die mit meinem Setup tatsächlich effektiv schlagen könne. Sehe ich nicht. Also, alle, die heavy sind... Alle, die schwer bewaffnet sind, so dass ich die gar nicht stagger und... Also, auf Boss-Level, so ein Scheiß jetzt hier ist kein Problem. Aber alle, die ich nicht stagger... Sowas wie jetzt Verfolger oder der Typ, der hier einen Henkerswagen-Boss beschützt hat. Was mache ich da mit dem Ding? Also, ich muss halt konzentriert deren Attack-Chain abwarten und dann wirklich nur einen Hit machen. Weil die schlagen ja instant wieder zu. Die sind halt nicht mal... Das ist so weird in diesem Game. Die fettesten Bosse... Wie zum Beispiel der Drache von letzter Folge. Oder die Riesenbosse. Sowohl der Riesenfürst als auch der erste Riese. Die machen nicht so viel Schaden. Gut, so NG plus 2. Aber trotzdem. Aber da kann man so easy dodgen und die machen weniger Schaden als die, die übel flink sind und auch übel viel Schaden machen. Und nicht gestellt. Also ist ja. Die sind ja in allem krass. Und das Einzige, was noch ginge, wäre, wenn man eine Waffe hat, die halt... Ja, es ist witzlos. Okay, vielleicht kann ich hier mitarbeiten. Guck mal, wie viele Leben die haben. Warum hat er jetzt einen Fernkampf auf einmal? Hä, hey, was ist jetzt los? Hä, hey, was ist jetzt los? Okay. Ja, Leute, also... Was ist hier los? Das kommt von hier? Also, ich glaube... Die... Anders. Ich finde auch... Also, hinzukommen, wenn das zwei sind, eh. Ganz schlimm. Mit dem Degen. Weil... Umso... Also, wenn man ja zwei Gegner hat in einem Bossfight, dann hat man kleinere Zeitfenster, selber zum Zug zu kommen. Und mit dem Degen ist es ultra bitter, weil mit einer fetten Waffe, beispielsweise zwei Händer hier, ne, und dann drauf, gut, ne, dodgen, einmal richtig zu lang weg. So, mit dem Degen ist aber gefühlt so, damit du den gleichen Effekt hast, musst du halt 3, 4, 5 Mal zuhauen und das Zeitfenster hast du nicht. Degen ist zwar schnell, aber nicht so viel, also es, keine Ahnung, oder? Also, ich stelle mir das ultra schwer vor, mit dem Layout...
effektiv, sowas zu machen. Und auch den Dicken vom Henkerswagenbus. Gut, da muss ich halt einfach konzentriert die Dreier-Attack-Chain von ihm abwarten und nur dann zuhauen, wenn er die auch durchgeführt hat. Und selbst wenn dann, ja, anders. Boah. Leute, das war eine heftige Folge. Ich verabschiede mich. Hat Spaß gemacht. Schiri Schisikowski. Tschüss.